Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Knights 3, Jedi Academy. Und wir sind auf dem Weg nach Tanab, wo ein Frachter Captain Kultanhänger gesehen hat. Und dann schauen wir doch einfach mal, was hier denn so geht. Das schaut nach einem relativ unsortierten Frachthanger aus. Ach, schau mal an. Wo rennt er hin? Oh, oh. Das schaut irgendwie nicht nach einem normalen Rancor aus. Okay. Und der scheint relativ hungrig auf dunkle Jedis zu sein. Wobei ich glaube, er ist da nicht sonderlich wählerisch. Zu welcher Seite der Macht sein Futter denn gehört. Ja. Das ist nicht gut. Da sagst du was, Jaden. Da sagst du was. Du kannst mich nicht stoppen. Ach, und jetzt haben wir einen riesigen mutierten Rancor. Und dunkle Jedis an der Backe. Das ist ja herzallerliebst. So, du bist mal still. So, okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Ach, da ist noch einer, der nerven will. Ja, spiel mal schön mit dem Rancor. Ich verschwind hier mal. Ah, da ist ein Schalter. Das trifft sich gut. Ach. Frachtkran. Frachtkran ist gut. Ja, lass es dir schmecken. Ich möchte nicht im Weg stehen. Okay. Noch ein Jedi, aber es schaut so aus, als würde es hier weitergehen. Und noch einer. Wieder mal ein reiner Machtnutzer. Sehr gut. Okay, und hier geht's weiter und es ist ein Kontrollpunkt. Sehr schön. So. Zwei auf einen Streich. Okay, das hört sich ungesund an. Hier kommen wir auch nicht durch. Und der Rancor. Ich kann ihn nicht stoppen. Wodurch habe ich gerade bitte Schaden bekommen? Hol mich doch, Jedi. Ich muss hier mal vorbei. Ja, ist in Ordnung, lieber Rancor. Ihr Jedis dürft mal schön. Schön mit dem Rancor spielen. Okay, das war nix. Laden wir den Kontrollpunkt wieder. So. Leute, ihr seid mir gerade sowas von egal. Ich gehe hier einfach mal rüber. Ihr werdet eh alle nach und nach. Ihr werdet eh alle nach und nach vom Rancor gefressen. Also. Ich kann ihn nicht stoppen. Ja, Jabe, was machst du da? Ach komm, ich blödel mit euch nicht rum, das ist mir egal. Ja, mit dir vielleicht. So. Was das ja provoziert. Oh, noch mehr von euch. Okay, der erste ist down. Dunkle Seite ist noch stärker.
Okay, der normale Jedi ist tot. Der etwas mächtigere... auch. Und der Rancor kommt auch immer näher. Und hier sind lauter verschlossene Türen. Okay, die ist auf. Und da macht er sich wieder unverwundbar, die Sau. Ja, wenn das so ist, dann gehe ich einfach mal. Dann kannst du unverwundbar im Magen vom Rancor vielleicht irgendwas machen. Aua, der hat wehgetan. Sollte ich vielleicht zwischenzeitlich mal ein bisschen heilen. Lebst du noch? Was habe ich ihm denn angetan? Ja, also das frage ich mich gerade auch. Aber ich kann hier auf jeden Fall mal einen Knopf drücken. Okay, dann fährt dieser Kanister schon mal weg. Und den Jedi hat es wieder zurückgesetzt. Tut mir ja fast ein bisschen leid um ihn. Aber auch nur fast. Ja. Ja, lass dich mal schön auseinanderschneiden. Da hinten irgendwas. Irgendein Durchgang. Naja, nur noch mehr dunkle Jedi. Ja, komm mal hier runter, lieber Rancor. Sie haben keine Chance. Ich renne hier einfach mal an dir vorbei. Weil da hinten habe ich, glaube ich, auch noch mal irgendwas gesehen. Hier ist eine Tür. Sehr schön. Und ein Knopf. Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen. Ich sehe deinen Plan noch nicht ganz, aber... Hallo, Rancor. Kontrollpunkt. Das war auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. Hi, Rancor. Ich bin wieder weg. Und noch mehr Jedis. Und wieder in Rage. Und der nächste auch gleich noch. Mal den Special Move versucht, der sich allerdings auch gar nicht mal als so sinnvoll erwiesen hat. Okay. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Da ist ein Medpack. Das kommt wie gerufen mit den 5 Lebenspunkten, die ich gerade nur noch hatte. Okay, da ist noch der Schildgenerator und ich bin irgendwie... Aua! Das ist ungünstig. Ich muss hier irgendwie gerade mal weg. Da oben ist auch noch ein Knopf. Hab ich's jetzt geschafft? Warum ist der Rancor dahinter gelaufen? Okay, ich scheine ihn zerquetscht zu haben. Wir denken, die Kultanhänger planten, diesen mutierten Rancor in die Stadt zu schicken. Während der ganzen Verwirrung wollten sie Vorräte, Credits und andere Dinge stehlen. Gute Arbeit. Ja, das ging gerade nochmal gut aus, weil ich glaube, den Kampf gegen den anderen dunklen Jedi mit dem Doppelklingen-Lichtschwert wäre es ein bisschen problematisch geworden. Aber sehr schön, wenn das die einzige Mission, wenn wir es geschafft haben, Luke dann ist und ich ja gut. Haben versucht herauszufinden, was Tavion mit Ragnos Zepter vorhatte, aber bis jetzt hatten wir kein Glück. Hör du dich auch um? Natürlich werde ich das machen.
Und es geht nach Yalara. Tarnvorrichtung in Yalava. Unser ortsanhängiger Jedi-Gelehrter Tione fand Informationen über den Planeten Yalara heraus. Der Planet war einst die Heimat einer friedlichen und primitiven Spezies, die noch nicht bereit war, in die galaktische Kultur integriert zu werden. Aus diesem Grunde erschuf der Jedi-Meister Borden Kell Verdox aus der Energie des Planeten eine Tarnvorrichtung, um den Planeten vor seiner Entdeckung zu schützen. Doch jetzt hat jemand Yalara entdeckt. Begib dich nach Yalara und finde heraus, ob schon jemand dort war. Wenn die Gefahr besteht, dass jemand die Tarnvorrichtung stehlen könnte, solltest du sie besser zerstören. Okay. Diese Tarnvorrichtung ist zu wichtig, um in die falschen Hände zu geraten. Wir sollten sie besser zerstören. Das klingt ganz so, als hättest du recht. Und Machtabsorption. Jedi kann die Macht der dunklen Seite sowie die Macht des Schubmachtgriff absorbieren. Das ist eigentlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Hier, Rage ist, es ist unverwundbar. Blitz ist an sich eigentlich auch eine schöne Geschichte. Wobei ich habe jetzt halt hier schon mit Schutz und Geschwindigkeit schon ein paar also das ist ja alles wirklich sehr defensiv. Ich möchte mal ein bisschen was Offensiveres wieder haben. Ich nehme einfach mal den Blitz hin mit. Den dürften wir, glaube ich, auch noch auf volle Stufe bekommen. Und ja, dann starten wir einfach mal rein und gucken, was auf Yalara denn so los ist. Da sind wir mal wieder mit unserem X-Wing unterwegs oder unserem abgespeckten X-Wing. Aber schaut auch schon echt eindrucksvoll aus. Sieht aus, als sei niemand zu Hause. Ich sollte wohl nach oben gehen und die Tarnvorrichtung ausschalten. Nette Architektur auf jeden Fall. Gut, die Skybox ist ein bisschen... ja, aber... schaut schon cool aus. Gefällt mir. Verschwinde von hier. Nette Waffe. Warum schießt du auf mich? Es hat doch geheißen, ihr seid friedlich. Okay. Eine wirklich saubere Bewegung ist das jetzt nicht. Aber wie gesagt, das Spiel hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Okay. Ja, und die Stimmen sind jetzt... kann schon sein, dass sie so eine Stimme haben, aber ich... ich glaube, andere Stimmen hätten ihm ein bisschen besser gestanden. Aber das ist wieder mal nur meine Meinung. Das hört sich so... Nokri, wie kommen die denn hierher? Verschwinde eine Chance. Ach, sind es gar nicht die? Imperiale, also jetzt muss ich das Ding zerstören. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Lauf, Jedi! Wobei eigentlich die Imperialen sind mir als Gegner fast noch lieber. Und Lokri sagt mir jetzt persönlich gar nicht mal so viel als Rasse. Kann sein, dass es die so auch irgendwo im Franchise gibt. Lauf, Jedi! Aber wenigstens, also die Giftwaffen machen halt zum Glück nur Schaden an der Gesundheit und nicht am Schild. Das ist eigentlich soweit doch fast angenehm. Also, das kann man halt wieder gut wegheilen. Das, also behält man halt ein bisschen was vom Schild übrig. Naja. Werden schon mit der Situation irgendwie sinnvoll umgehen.
Okay, der Blitz ist halt noch dementsprechend schwach. Okay, Ventilatoren. Und irgendwelche Pumpmaschinen. Und Energieleitungen. Und hier geht's auf jeden Fall nochmal weiter. Kann ich hier irgendwas kaputt machen, oder? Nö. Und hier auch nicht. Und da oben auch nicht. Alles klar. Haben wir zumindest alles ausprobiert. Und warum? Warum hat das Ding da oben ein Loch? Naja, ist ja auch egal. Hi Leute! Ihr kennt das Spiel. Ihr sagt halt stehen bleiben oder ich schieße. Und selbst wenn ich stehen bleibe, schießt ihr. Und dann sterbt ihr alle und dann ist euer Auftritt vorbei. Und das Ganze passiert so schnell, dass ihr noch nicht mal irgendwas mitbekommt. Oh, kleinen Schildenergie, den nehme ich gerne mit. Okay, Ventilator. Zwei unterschiedliche Ventilatoren. Bei dem einen ist der Schalter kaputt. Ach. Alles klar. Und er bleibt natürlich auch genau so stehen, dass man da ohne Probleme durch kann. Aufzug rufen wir vielleicht erstmal die sinnvollere Alternative. So, da ist er ja auch schon. Dann geht's mal wieder nach oben. Und wir haben es hier zum Glück wieder ein bisschen mit normalen Imperialen zu tun. So, ich versuche mal in die... Ah, okay. Mitte zu springen. Sind Sie einer von uns? Das hat sich nach einem Jedi angehört. Ja. Wer sind Sie? Jemand, der dich in einen ganz tiefen Generatorschacht schmeißt. Einfach nur, weil ich es kann. Wobei ich ja gestehen muss, es ist ja hier wieder eine Mission, in der... an sich erstaunlich wenige... erstaunlich wenige Jedi unterwegs sind. Dafür halt solche Giftspäße. Was dann durchaus auch schon mal ein bisschen... Ach. Ja, wenn man davon spricht, dass es hier wenige Jedis gibt, dann rennt man natürlich voll in welche rein, aber das sind wieder zum Glück nur die Kleinen, die gar nicht so viel können. Und nein, ich wollte gerade eigentlich die Geschwindigkeit beenden und nicht neu starten. Bitte beenden. Hi. Und ihr haltet auch echt viel aus, muss ich ja mal sagen. So, gibt's hier hinten noch irgendwas? Ah, hier kann man sich auf jeden Fall aufladen. Das ist schön. Das nimmt man doch gerne mit. Nein, ich wollte doch nicht. Ach. Geschwindigkeit deaktivieren. Stattdessen darfst du dich mal heilen. Das wollte ich eigentlich. Okay. Eigentlich könnten wir den Geistestrick auch hier mal wieder versuchen. Weil, wie gesagt, wenige Jedis unterwegs sind. Hat er gerade für uns gekämpft? Wenn ja, ist das ja mal sehr cool. Wenn ja, ist das mal richtig cool. Okay,
Da ist, glaube ich, wieder mal Geschwindigkeit die sinnvollere Wahl. Aua! Na gut, aber dann würde ich mal sagen, starten wir beim, spiele ich wieder bis hierhin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau an der Stelle wieder. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.